ein tolles Outfit haben Sie. Erzählen Sie mal bitte ganz kurz was dazu. Das ist von Marina Hörmannseder. Die kennt man vielleicht, die hat so einen ganz bekannten Rock mit so Gürteln. Nicht immer das Bequemste, aber sehr besonders auf jeden Fall. Klasse, super. Ich dachte erst, dass es ein Einteiler ist, aber jetzt sehe ich, das ist Bluse und... Das ist nur eine Corsage und eine Hose. Und ganz ehrlich, wie bequem ist es? Es geht, weil es geht direkt in die Taille, das heißt, es drückt nicht wirklich was ab. Trotzdem, ob ich es den ganzen Abend tragen werde, ist eine andere Frage. Kommen wir zu Ihrer Rolle. Wie war es neben Kostja Ullmann, das ist ja wirklich schon einer unserer großen deutschen Stars, zu stehen und zu spielen? Ganz toll. Also ich kannte Kostja vorher schon. Wir haben noch nie zusammen gedreht, aber von Veranstaltungen. Und deswegen war das super. Wir haben direkt, glaube ich, auch den Link gefunden, den man braucht, um Bruder und Schwester zu spielen. Und wir hatten sehr viel Spaß am Set. Sie haben ihn ja, er hat ja Linsen drin gehabt, dass er wirklich nichts gesehen hat. Wie war das? Wie oft hat er sich angehauen? Wie mussten Sie ihm helfen? Es gab tatsächlich ein paar lustige Situationen, nichts wirklich Schlimmes, wo ich dabei war. Und man hat es auch nicht gesehen, so wie es bei Salia ja auch der Fall ist. Man redet mit ihm und man merkt es überhaupt nicht. Und das war bei Kostja ja auch so tatsächlich, bis er dann mal, man hat irgendwas gesagt, kannst du das mal aufheben? Und er war so, ich sehe es, wie soll ich das jetzt aufheben? Solche Situationen gab es schon, ja. Was steht bei Ihnen als nächstes an? Gibt es schon neue Filmprojekte? Mhm. Also ich drehe jetzt das ganze nächste Jahr erstmal Soko Leipzig weiter als Kommissarin komplett und habe einen weiteren Kinofilm, den wir dieses Jahr drehen, der hoffentlich dieses Jahr dann auch noch kommt. Und bin gespannt, ob das Ganze mit diesem Film hier und so weiter wirklich schön Fahrt für mich aufnimmt. Und was macht Ihr Kanal? Läuft nebenbei. Also das ist ja das Glück, als Schauspielerin kann man noch ein paar Dinge nebenbei machen und das ist eben mein Videoblog und den kann ich mir selber einteilen und klar, wenn ich wahnsinnig viel drehe, muss ich gucken, wie ich es mache, aber solange ich es tragen kann, mache ich es. Jetzt haben wir gesprochen über Filme, die Sie machen. Was haben Sie denn zuletzt im Kino gesehen? Was haben Sie sich denn angeschaut? Ich habe zuletzt im Kino La La Land gesehen. Ich dachte es mir fast. In der Preview tatsächlich, noch vor Kinostart. Und ach, da gehst du als Schauspieler rein und dann gehst du raus und denkst du so, eigentlich kann ich meinen Job lassen bei so einer tollen Emma und bei so einem tollen Ryan. Wahnsinn. Wirklich schön. Ja, wie sieht's bei Ihnen mit dem Gesang und mit Tanz aus? Müsste man mir beibringen, glaube ich, ehrlich gesagt. Also Gesang ist nicht so schlecht, Tanzen müsste man mir beibringen, aber gerne. Okay, also wenn es irgendein Produzent sieht? Sehr gerne. Ich tanze, ich singe, ich mache nicht alles, aber tanzen und singen würde ich. Wie lange haben Sie das eigentlich gemacht? Also seit wann betreiben Sie Ihren Blog? Weil wir sind ganz frisch am Start. Ach so, ich mache das schon seit fast sechs Jahren. 5,5 Jahre. Ich habe einfach neben der Schauspielerei irgendwann angefangen, da war es noch gar nicht so das, was es heute ist. Und dann ist das immer größer geworden. Und ja. Und was hätten Sie für einen Tipp für alle Blogger, die heute anfangen? Es ist heute schwierig anzufangen, deswegen versuche ich mich auch ein bisschen immer davon zu distanzieren, immer mehr, weil ich finde, dass es sehr viele Sachen gibt, die nicht ehrlich sind oder nicht gut gemacht sind. Und ich finde, wenn man da mit einem ehrlichen Anspruch rangeht, dann sollte man es durchziehen mit Geduld. Und es gehört aber genauso wie beim Schauspiel wahnsinnig viel Glück dazu mittlerweile. Durchhalten. Jakob Matschens macht jetzt hier gerade den Clown. War der am Set auch so? Jakob ist ein Clown. Jakob kann gar nicht. Jakob kannst du um 5 Uhr aus dem Bett klingeln und er ist ein Clown. Und es ist einfach großartig, weil er immer gute Laune hat. Das ist ganz toll.